Hallo, Hallöchen, ich spiele mit der LS17 Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Karte LPG Angern. Wir sind da immer noch am ersten Feld am Pflügen, am Grubbern und die Sämaschine ist unterwegs. Ich habe jetzt einfach den Helfer erlaubt, damit der Saatgut und Dünger selber kaufen kann. Deswegen verschwindet auch das Geld so schnell. Das war erstmal die einfachste Lösung, damit wir da das Feld bestellen können. So, jetzt fragt ihr euch, was macht er denn jetzt wieder? Ich muss die Anhänger da mal wegnehmen vom Häckseln. Wir haben das, ich habe das noch das Stroh aufgenommen. Haben wir natürlich Häckselgut draus gemacht. Oder besser gesagt, hier der Häcksler macht das selber. So, wir ziehen mal die alle vom Feld hier, stellen die einfach nebenan hin und werden es denn da bei Gelegenheit wegnehmen. So, da haben wir noch den Kleinen. Der Belarus hat jetzt die Sämaschine dran. Der ist hier auf dem Feld, machen wir jetzt wieder Raps. Oder machen wir Raps drauf, war ja vorher was anderes drauf. Aber ich habe mich für Raps entschieden. Hier machen wir Raps drauf. Und nebenan war auch Raps drauf. Du weißt nicht, vielleicht machen wir da Raps oder vielleicht machen wir Soja. Einfach nichts, was Stroh macht. Das machen wir dichter an der Abgabestelle oder am Silo. So, die sind hier noch nicht voll, damit fahren wir zum nächsten Feld. Das nächste Feld liegt am anderen Ende vom Dorf. Müssen wir hier bei unserer LPG vorbei. Treibstoff haben wir noch genug. Ansonsten hätten wir sogar einen kleinen Treibstoffanhänger. So, wir haben noch drei Felder zum Ernten. Und noch ein riesiges Maisfeld. Da weiß ich auch noch nicht genau, wie wir das am besten machen. Vielleicht häckseln wir einen Teil und vielleicht dreschen wir einen Teil. Mal gucken. So, genau.
der kauft hier das ganze Saatgut für das Feld. Aber es funktioniert. Vorne muss ich dann nochmal nacharbeiten, da fährt er nicht so weit. Warum? Wahrscheinlich wegen die Bäume auf der anderen Seite, aber das ist kein Problem. Wenn es bloß da dran ist, machen wir das Vorgewende zum Schluss. Der läuft auch. Der läuft nicht. Den muss man abtanken. Ja, dann muss ich den LKW auch noch anfangen zu befüllen hier. Das andere Feld ist, glaube ich, gar nicht, das ist auf der anderen Seite, aber das noch das Bahngleis dazwischen, Feld 17, ist auch nicht so klein. So, das ist voll. Jetzt werden wir mal schauen, wie ist denn der Preis für Weizen? Beim Getreidewirtschaft Berger, das ist da, wo ich sonst auch schon immer hingefahren bin, glaube ich. Heidebrauerei Berger, das glaube ich muss da sein. Wirtschaft. Jo. Ich würde sagen, das Geld brauchen wir. Das verkaufen wir gleich, das Zeug. Nützt ja nichts. So, machen wir gleich mal eine Verkaufsfahrt. Vielleicht kommt ja was bei rum. 30.000 Liter, das kriegen wir. 30.000 Euro. Das sollten ja Ostmark sein. Hier oben jetzt, aber wir haben hier schon Euro. DDR-Mark. Hätten wir sogar noch eine Milchverkaufsstelle, wenn wir dann unseren Kuhstall füllen würden, könnten wir dann die Milch noch verkaufen. So, jetzt kommt ein bisschen Leistung hier. Das ist ein bisschen mehr Qualm, glaube ich. Oder auch nicht. Jetzt zieht er ohne Verluste hier hoch, oder was?
denn los hier? Wieso ist denn hier wieder so komisch? Ist wieder gut. Ich glaube, das sind die Bäume. Spinnt einfach rum, ist wahrscheinlich die Aufnahme auch noch. Ein Objekt wird blockiert. Wie denn das? So, da müssen wir auf die Waage fahren. Was zeigt sie an? 14,7. Geht sie überhaupt oder zeigt sie immer dasselbe an? Was zeigt sie jetzt an? Nix. Okay, 9, noch was. So, jetzt muss noch auf der richtigen Seite kippen. So, 14.000, jawohl, das bringt einfach nicht so viel hier. Nicht richtig. Getreidewirtschaft. Eigentlich schon. Muss eigentlich mehr geben. Oh, jetzt habe ich das Dach irgendwie aufgemacht. Wie habe ich jetzt das Fenster geöffnet? Ich wollte das Fenster nicht öffnen. Aha, vielleicht sollte ich auf dem Trecker selber drücken. So, jetzt. So, jetzt müsst ihr eigentlich nochmal über die Waage fahren, damit man dann sieht, wie viel ich hierher gebracht habe. Okay, bei denen läuft's noch. Das ist aber auch ein großes Feld. Oh, ein kleiner Grubber. So, wir haben 48.000 auf dem Konto. Müssen wir gleich mal schauen, ob wir dafür schon irgendwas bekommen. Ich habe ja noch so ein Sahneschnittchen hier drin, aber das können wir momentan wahrscheinlich noch nicht brauchen. Das ist der, was jetzt läuft. Das ist den, was ich nicht unbedingt haben will. Die beiden sind richtig gut da. Ja. Die kosten noch richtig Geld hier. Und da habe ich noch einen Lance Bulldog. Das wäre doch noch was. Aber ich weiß noch nicht, für was ich den einsetzen könnte. Und ein T-150K, sowas ähnliches wie ein K-700, kommt auch aus dem
aus dem russischen Bereich. Na, da ist noch nicht so richtig was bei. Der da könnte auch aufladen. 15.000, 15.000. Der da ist wahrscheinlich bloß für Ballentransport. Okay. Ballentransporter. Plane. Koffertrailer. Kann ich auch nichts wahrscheinlich reinmachen. Wow! Das ist aber laut. Oh, das gibt fast ein Rennen. Der kleine Russe ist, glaube ich, der gewinnt. Der ist am schnellsten. Okay, alles klar, das Feld ist abgeerntet. So, jetzt muss ich irgendwie, warte mal, ich nehme den LKW hier rüber. Alles klar, aber da ist hinten auch schon was drin. Verdammt, das habe ich nicht gesehen. Bestimmt, wo der Drescher vorbeigefahren ist, mal hat er den gerade was hinten reingemacht. Sonst, ja, okay, muss ich den noch schnell auf dem Hof leer machen gehen. So, und ich wollte mir noch einen zweiten Drescher kaufen, aber eigentlich war er jetzt recht zügig hier beim Feld dabei. Nicht sehen, wo ist denn das da? Die liegt doch da, die Deichsel, oder? Den nicht ankoppeln. Jetzt. Da komme ich nicht rum. Da komme ich auch nicht rum.
da ein Feldweg oder ist das... Ich muss es versuchen, ich muss es versuchen. Aber ich glaube, das ist das Bahngleis zwischen da hinten. Genau, da komme ich gar nicht rüber. Ich muss komplett zurückfahren. So, wir fahren jetzt schon zum nächsten Feld. Boah, der ist gerade beiseite gesprungen, habt ihr das gesehen? Der Drescher hier durchjagt, durchs Dorf. Okay, das ist sehr schön, ich bin schon wieder falsch. Damit die beiseite springen. So, ich muss hier beim Panzer vorbei und dann hier rum. Jetzt da auch durchgekommen oder was? Nein. So, da ist noch ein Feld. Das ist ja sehr schön, hier ist auf jeden Fall mal irgendwie so ein Weg. So, was haben wir eigentlich da drauf für ein Zeugs? Gerste. Okay, das gibt auch noch mal einen Haufen Stroh. Feld 19 sieht schon langsam gar nicht so schlecht aus. Läuft. Drei Traktoren sind da im Einsatz. Ich sag ja, ich brauche eigentlich noch mehr Fahrzeuge. So, das Feld wird gescannt. Es sind 8 Hektar. 8 Hektar zum Ernten für einen Drescher. Okay, und der L60 fährt erstmal zurück. Würde ich sagen, wir gehen das mal leer machen und fahren dann auch zum Mähdrescher rüber. Shit. Was ist jetzt passiert?
So, ab zum Feld. Okay, das sieht auch nicht so windig aus. 8 Hektar. Boah, der ist aber schon weit. Der ist auf jeden Fall schnell, der Drescher. Der drescht hier nicht mit 10 km/h, der drescht irgendwie mit 15 km/h. Also ist ein bisschen zügiger. Das habe ich mir schon fast gedacht. Okay, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Jo. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis denn dann. Ciao, ciao.